Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir hier in Tantal endlich die untere Ebene erreicht. Und wir haben uns da auch schon ein bisschen umgesehen, aber wir haben noch immer einiges, was wir da erkunden können. So diesen Bereich haben wir schon ungefähr. Ich will jetzt nochmal ganz gerne eben hier am Rand außen entlang laufen und dann nochmal mich ein bisschen zur Mitte annähern. Und dann hoffe ich, dass ich hier alles halbwegs Wichtige entdecken werde. Deswegen schneide ich wieder kurz und wenn ich irgendwas halbwegs Wichtiges sehe, dann sehen wir uns gleich wieder. Zum Beispiel eine Truhe. Die aber von Spinnen bewacht wird. Aber da komme ich trotzdem hin. What is inside box? So, aber gar nichts so Wichtiges. Nee. Okay, aber gut. Truthahnchen. Wirklich? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte ja schon beim letzten Mal, als wir da diesen einen Ort, wo wir runtergelaufen sind, gesehen haben, wo auch ein paar Truthahns waren, dass das Reich der Truthahne wäre. Aber nee, jetzt. Ja, verdammt. Jetzt in Truthahnien bin ich. Das ist wahrscheinlich dann das Reich der Truthahns. Okay. Ja, vielleicht ist hier irgendwo auch der Oberboss von den Truthahns. Und den würde ich dann gerne bekämpfen wollen. Ich habe heute auch wieder ein interessantes Team mit den dreien hier. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber mal gucken. So, ich versuche wieder, mich hier so ein bisschen stealthy durchzuarbeiten. Also am besten von niemandem gesehen zu werden. Aber irgendwas ist hier hinten jetzt bestimmt. Es ist nämlich gar nicht so einfach hier hinzukommen, weil man eben an den ganzen Truthahns vorbei muss. Und von unten kommt man hier auch nicht nach oben. Also man muss wirklich diesen Weg entlang gehen. Also hier könnte schon irgendwas Cooles sein. Erstmal hier im Schneehügel. Fire, guide me. Ja, das kann ich aber easy machen. So, ich glaube es reicht jetzt. Guide me. Ja, gut. Ich muss gleich wieder dran denken, dann zurückzuwechseln. Und da war nicht mal was. Danke. Das hat sich ja gelohnt. Ja, dann bleibe ich jetzt doch mal noch bei den aktuellen Klingen. Ist zwar wieder riskant, weil wenn ich jetzt einen Kampf habe, dann wäre das doof. Aber es gibt noch weitere Schneehügel hier da hinten zum Beispiel. Und da wird dann schon was Wichtiges sein. Hoffe ich mal. Ich erwarte eigentlich schon, dass hier auch noch ein einzigartiger Gegner ist. Irgendwo. Der Chef von den Truthahns halt. Aber vielleicht auch doch nicht. Da hinten die komischen Statuen. Oder hier ist dann später mal auch eine Quest irgendwie, dass ich hier ins Truthahnreich eindringen muss. Hier ist sogar eine Quest tatsächlich. Eine, die ich sogar schon angenommen habe. Echt? Welche? Ausgraben. Ja, das ist keine Box. Das ist im Schnee. Aber es ist eine Truhe, okay. Jetzt passt der Spruch. Aber nur Zeug. Hä, hey, was war das denn für eine Quest überhaupt? Verstehe ich nicht. Aber ja, ich habe eine Truhe gefunden. Dann ist das anscheinend die einzige Belohnung, die man hier bekommt, dafür, dass man hier ans Ende läuft. Schade eigentlich. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft? Ist da eine Höhle? Nee, ist einfach nur ein bisschen Schnee. Sah irgendwie aus wie ein Höhleneingang hier. Ich meine, auf der Karte sehe ich ja auch nichts mehr verzeichnet. Also ich glaube, hier ist nichts anderes mehr. Schade. Ich hätte gerne hier einen einzigartigen Gegner. Den Chef der Truthahns bekämpft. Aber dann halt nicht. Ich kann auch ganz kurz gucken, vielleicht auf den Ruinen da oben drauf. Da war ich noch nicht. Wenn ich da überhaupt drauf komme. Ja, ich glaube, das geht nicht tatsächlich. Okay, dann ist ja wohl nichts mehr. Na gut. A new locale. I've gained a new memory. So, hier bin ich richtig sogar. Hier muss ich storymäßig hin. Okay, da unten dann. Ich denke mal, wenn ich hier... Genau, mir wird ja auf der Karte angezeigt oder auf dem Kompass oben, dass ich nach unten muss. Ich bin immer noch 50 Meter oder sowas weg. Also hier oben kann ich mich noch umgucken. Ich darf noch nicht runterspringen. Also, ich meine, es wäre okay, wenn ich runterspringe, aber ich will noch nicht die Story machen. Ich will mich zuerst noch umgucken und dann am Ende, wenn ich hier soweit alles erkundet habe, erst dann will ich da weitermachen. Obwohl wir eigentlich ja gerade Zeitdruck haben und so. Aber 3 Stunden sind eh schon längst oben. Der Titan müsste schon längst tot sein, ist er aber nicht. Also alles gut. Natürlich. Seht ihr auch, was ist? Ich sehe. Natürlich ist auch da ein Noppon. Nein, nicht runterfallen. Ich wollte gar nicht runterfallen. Verdammt. Jetzt habe ich die Cutscene ausgelöst. Ja, okay. Obwohl ich gestorben bin. Das war seltsam. Lady Morag, you're making that face again. If you keep frowning like that, you'll get wrinkles. I just don't get it.
Tantau was founded by the Counter-Adamites. Then, after the war, they closed themselves off. But the way the king was acting, I can't help feeling there's something more to it. What the? It was the Praetorium who sent us here on this mission. Why would he go to such lengths to reject it? It seemed almost like he wanted to cut ties with them. You think Indol is holding something else over Tantal? That would be an explanation, yes. Zeke, do you know anything useful? Nope. There's no records from back then. How about you? There's nothing in my journal from that period. I might have been returned to my core for some reason or other. Do you know anything about those days, Gramps? No. I was somewhere else at the time. And matters of human kingdoms and so on didn't interest me much. Geez, Gramps. What's the point of keeping an old-timer like you around if you don't even know anything? Sometimes. It's funny how much you sound like Corinne. So you think the king wasn't telling us everything? There is a chance. Do you think it may be related to Jin and his comrades using Torna's name? If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far. The last state? Hmm? Jin said something about the last state of humanity. I thought you meant like an evolution. You know, in the future. But maybe he meant the previous state of humanity. And that is the key to why they fight? Hmm. If that is the case, perhaps I never should have been sealed away after all. Okay, jetzt gehe ich aber erstmal wieder zurück und hol mir erstmal den Noppon. Da unten ist er. Oder sie. Oder es. Lulili. So. Wie bist du denn hier hingekommen? Mann ey. Grüße, wie ist die Lage? Keine Zeit für Begrüßungen und Nettigkeiten. Es tut mir leid. Lulili bereits seit 100 Tagen am Suchen nach Leckerschmecker-Zutaten für neues Saftgetränk, hat am Rand von Ruine lecker Eisbergsalat gefunden. Doch dann, schwupp, Lulili ausgerutscht und hier gelandet. Runterspringen viel zu gefährlich, deshalb hat Lulili hier seit 99 Tagen Lager aufgeschlagen. Gleite mit Hilfe deiner Ohrenflügel hinab oder schon mal versucht hochzuklettern. Das stelle ich mir lustig vor, wenn du damit hinabgleitest. Das ist mal das hier. Guter Tipp von Freunden. Noppernohren fast so wie Flügel von Vögeln. Kann Sturz durch Flattern bremsen. Warum Lulili nicht gleich darauf gekommen? Kaltes Wetter hier oben hat wohl Gehirn eingefroren. Großes Dankepon an Freunde für Denkanstoß. Ha, Chopper Blue statt Favorstolz. Geschwisterpon von Lulili sind übrigens auch auf der Suche nach Saftzutaten. Ja, weiß ich schon. Falls Freunde Geschwisterpon begegnen, bitte auch so nett sein wie zu Lulili. Winke, winke. Ich darf aber leider nicht zusehen, wie sie runterspringt. Naja. Okay. Wo haben wir denn hier? Zugefrorener Teich. Fire, guide me. Das kann ich locker schaffen. Muss nur wieder wechseln. Sekunde. Mhm. Fire, kann ich den jetzt auftauen? Oder wie? Mal schauen. Ja, kann ich. Okay, und dann ist noch eine unterirdische Quelle. Geht das auch? Durchhaltevermögen ist halt die Frage. Ja, aber Stufe 3 ist es nur. Das habe ich doch, oder? Moment. Ja, habe ich schon. West zum Beispiel. Aber die war eigentlich gerade bei einem Söldnerauftrag. Den habe ich jetzt abbrechen müssen, weil ich keinen Bock hatte, 20 Minuten zu warten. Nein. Ach, man kommt da sogar an einen komplett neuen Ort. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich würde jetzt einfach eine Truhe kriegen oder so. Okay, aber hier auf der Karte ist er nicht verzeichnet. Aber die Minimap habe ich halt. Das ist ja cool. Okay, hier komme ich wieder zurück, ja. Das ist echt mega interessant. Ich habe das ja bisher noch nie geschafft, so eine unterirdische Quelle mal zu machen, weil ich da, immer zu wenig Talente dafür hatte. Das war jetzt das erste Mal und das ist ziemlich cool, dass man da nochmal einen komplett neuen Ort sogar entdecken kann. Ja, kann ich sogar noch ausgraben auch.
Oder ist das überhaupt... Warte mal, ist es jetzt überhaupt ein komplett neuer Ort? Achso, nee, okay, jetzt check ich es. Okay, es ist doch kein komplett neuer. Man kommt einfach dann irgendwo anders raus. Es ist eher ein Portal, könnte man sagen. Weil hier komme ich halt raus. Aber okay, hier komme ich von unten aus nicht hoch. Also ich komme hier wirklich nur hin, wenn ich halt über die Quelle da hingehe. Okay, verstanden. Aber es ist kein komplett neuer Ort, sage ich mal. Aber man kommt halt dann immer an Orte hin, an die man normalerweise nicht rankommen würde. Also es ist quasi schon ein neuer Ort, wenn man so will. Okay, ja. So, ist ein bisschen eng da oben zu kämpfen. Das gefällt mir wieder nicht. Ich könnte zuerst den besiegen und dann den hier runterlocken und hier kämpfen. Hier ist ein bisschen breiter zumindest. Ja, das mache ich mal schnell. Damit kämpfe ich mal den. Das dürfte jetzt eh kein großes Problem sein, oder? Hoffe ich mal. Weil ich meine, die haben Level 42. Auch der einzigartige sogar. Also das schaffen wir schon, oder? Hoffe ich mal. Und ihr seht übrigens vielleicht bei Poppy, bei beiden Poppies von Tower einen kleinen Unterschied. Denn ich habe Poppy Alpha jetzt zu Eis gemacht und Poppy Cutie zu Erde. Das habe ich deswegen gemacht, weil Poppy Cutie kann kein Eiselement haben. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber sie kann halt Erde haben und Poppy Alpha kann dafür Eis haben. Und ich finde, das ist so am sinnvollsten. Wir haben zwar ein paar von euch geschrieben, dass es nicht so schlau ist, wenn ich da Poppy Eis gebe, aber ich finde, das ist schlau. Weil ich halt Eis nur einmal hatte, jetzt habe ich zweimal und jetzt habe ich jedes Element exakt zweimal bis auf Licht. Und ich finde, das ist sinnvoll so. Ja. So. Okay, gut. So, jetzt kämpfen wir. Aber wie gesagt, ich denke, auch ohne Nia, auch ohne Heilerin. Ah, der weicht nochmal aus, der Arsch. Ich glaube trotzdem, dass wir es schaffen sollen. Oder? Ich hoffe mal. Sehr fangen dann mal an mit Eis. Okay. Ja, ich könnte nochmal Eis sogar machen, tatsächlich. Wind hat, glaube ich, gar niemand dabei. Aktuell. Wenn ich jetzt niemanden vergesse. Nee, ich glaube nicht. Also, obenrum können wir nicht wirklich gehen, Alter. Okay. Ja, stimmt, er hat ja auch Eis. Ist sogar noch besser. Dann, ja. Dann machst du die zum Effekt. Passt. Okay. Und dann, ja, Dunkelheit passt. Ich hätte auch selber Erde machen können, aber Dunkelheit passt auch. Okay, nice. Kann man sogar vielleicht noch den genau selben Pfad nochmal machen und dann gleich mit Erde beenden. Ja, jetzt ist er schon ein Rage-Spiel. Das ist halt der Nachteil, weil er ist jetzt sehr schnell ein Rage-Spiel gegangen. Das treffe ich übrigens gar nicht mehr. Der hat sehr viel Ausweichen, aber macht dafür selber auch kaum Schaden. Ja, ein bisschen treffen wäre jetzt schon mal wieder ganz schön. Was ist das denn jetzt? Jetzt hat er einfach Ultra-Ausweichen. Okay, danke. Ja, ich treffe einfach überhaupt nicht mehr. Und Scheiß. Okay, nachher wieder. Dankeschön. Ja. Den Pfad kriegen wir, glaube ich, nicht mehr zu Ende. Nee, okay, mit Feuer anzufangen ist ja nicht so gut, da machen wir Dunkelheit. Aber ich meine, der ist schon fast tot. Also ich brauche da nicht mal eine Chain Attack aufzumachen. Also schaffen wir doch. Alles gut. Ich mach mal einfach Stufe 4. So. Ja, das war aber trotzdem dumm. Ich hätte zuerst noch mit Norwegian Dunkelheit machen sollen. Egal. Der stirbt jetzt vielleicht sogar eh schon einfach. So. Nein, nicht ganz. Aber ja, das war schon ziemlich dumm von mir. Ich hätte zuerst Dunkelheit machen sollen mit Norwegian, aber ist egal. Da kann die nichts. Ist er wieder durch? Okay, aber ich krieg die Drops. So, okay. Das ist immer das Doofe, wenn einzigartige Gegner runterfallen, weil man dann die Drops nicht so einfach bekommt. Aber ich habe sie jetzt noch erwischt. Okay, alles gut. Okay. So ein anderer Söldnertrupp ist gerade zurückgekehrt, werde ich gleich wieder dann schicken. Aber jetzt auch noch kurz hier ausgraben. Erdelement habe ich gerade gar nicht, echt? Okay, aber das dürfte, glaube ich, auch gehen. So. Gork hatte noch Durchhaltevermögen. Also ich habe nur gerade so Stufe 4 insgesamt, glaube ich. Also hat... Also habe ich Glück gehabt. Aber eine große Schatztruhe. What is inside box? Einiges an Zeug, yay! Sehr schön. Ich könnte bald auch mal wieder resonieren. Einfach so, ein paar Mal. Um vielleicht noch weitere coole Klingen zu bekommen. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich die dann ausrüsten will, weil ich halt aktuell ziemlich zufrieden bin mit meinem Team. Aber wenn ich zum Beispiel eine Lichtklinge bekomme, von denen es nicht gerade viele gibt, ich weiß, aber könnte ja trotzdem sein, dann würde ich die zum Beispiel ausrüsten, weil ich halt nur Mithra da habe ansonsten. Aber mal gucken, werde ich dann bald wieder machen. Erstmal erkunde ich jetzt noch mehr hier von Tantal.
Und hier ist nochmal ein neues Gebiet, und zwar Jolmunderbruch oder so. Wieder mit einer Schlucht einfach. Das ist aber eine andere Schlucht als die, die wir beim letzten Part gesehen haben. Okay, da ist auch ein Sammelpunkt. Warte mal kurz. Wie sieht die genau aus? So, okay, also hier ist ein Ende. Ich sehe da aber sonst nichts. Wegen dem Sammelpunkt gehe ich nicht nach unten extra. Da ist aber vielleicht auch wieder ein Gegner drin in der Schlucht. Bei der anderen Schlucht war das ja nicht mal ein einzigartiger Gegner, aber ein Stufe 80 Gegner dafür. Vielleicht ist es hier dafür ein einzigartiger. Könnte sein. Ich laufe mal hier noch die Schlucht einfach entlang. So ein bisschen und guck, ob ich da... Genau, da waren wir gerade. Und guck, ob ich da noch irgendwas drin finden kann. Oh, hier sind doch viele Gegner. Die aber erst dann spawnen, wenn man hier nach unten geht. Ja, aber auch wieder Level 80 Gegner leider. Tja. Ich will noch da hinten ganz gerne hingucken. Weil da war ich noch nicht. Bei der anderen Sackgasse da. Scheiße. Oh Gott. Ah, das sind sogar auch viele Gegner. Mhm. Aber da ist eh auch nur ein Sammelpunkt sogar. Okay, also hier in den Schluchten ist irgendwie nie was. Oder ich bin zu blöd, da immer das Wichtige und Coole zu finden. Aber ich habe hier nichts wirklich Wichtiges gefunden. Na gut. Heiliger Hain. Neuer Reisepunkt. Ich bin hier auch wieder ganz in der Nähe von einer weiteren großen Schlucht. Nämlich die hier. Da gibt es also einige. Oder Spalt, auch okay. Salmor-Spalt. Okay. Bisher waren die Spalte ja nicht so interessant. Vielleicht wird der mal ein bisschen interessanter sein. Ja komm, ich geh mal einfach gleich nach unten. Was soll's? So. Keine Gegner. Doch. Okay, aber der hat mich in Ruhe gelassen. Oder war blind? Finde ich beides okay. Aber hier ist... Doch, hier ist... Ja, ein Sammelpunkt. Hier sind, warum sind hier immer noch Sammelpunkte? Was soll denn das? Kann da nicht mal irgendwas Interessanteres sein in den Schluchten da? Anscheinend nicht. Aber ich laufe mal hier noch entlang und guck, ob hier vielleicht jetzt endlich mal irgendwas ist. Ach, hier ist die Wolf-Quest. Ah, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, dann... Okay, dann ist hier was Wichtiges. Das wollte ich ja eh noch machen, die Wolf-Quest. Perfekt. Wolf, da. Da ist der Steinschlag passiert. Und da drin stecken Leute fest. Oh, weia. Ich rette sie. Los, Wolf. Wir sollten schnell hinterher. Schon klar. So. Ja. Okay, ich habe das halt deswegen nicht bemerkt, weil ich die gar nicht als aktive Quest hatte. Oder will ich das sogar vielleicht erst im nächsten Part machen? Weil das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich glaube nicht, dass ich einfach nur den Felsen wegmache und dann rette ich die und dann ist alles gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache das sogar erst im nächsten Part dann. Ja, das finde ich besser. Aber ich werde es im nächsten Part dann auf jeden Fall machen. Weil genau das hat... Ah, hier ist eine Truhe endlich mal. Ach du Scheiße. Ja, das schaffe ich nicht. Genau das hatte ich ja auf jeden Fall noch vor. Ja, dass ich die Wolf-Quest noch erledige. Ja, die ist leider nicht erreichbar. Ich müsste, wenn dann von oben runterfallen und direkt hier hinspringen, ohne gesehen zu werden. Dann hätte ich vielleicht eine Chance. Na gut. Ja, komm, killt mich. Danke. Ah, und hier ist sogar noch der Altarhügel von Deklessa oder so. Hier oben oberhalb von der Kluft. Okay, der große. Ja, der große. 60. Ja, 60 ist leider nicht so toll. Vor allem mit all den anderen Gegnern hier auch noch. Ich kann nicht mal wirklich den so richtig weglocken, weil hier einfach zu viele andere noch sind. Vielleicht hier hin. Hier ist keiner anderer. Ich hole mir jetzt, glaube ich, erstmal die Truhe. Da muss ich jetzt dann eben hier gleich runterspringen. Ja. Und dann, ich werde mal noch versuchen, gegen den auch noch zu kämpfen. Aber ich muss mein Team auch wechseln, weil da brauche ich Nia. Sonst habe ich da keine Chance, glaube ich. Und ich muss es schaffen können, ihn wegzulocken. Wenn ich das nicht schaffen kann, ihn wegzulocken, dass ich gegen ihn alleine kämpfe, habe ich eh keine Chance. Wenn da die ganzen anderen Kollegen auch noch mitmachen. Also ich muss es auf jeden Fall schaffen, ihn da wegzulocken, dass ich nur gegen ihn kämpfe. Und dann geht's vielleicht, ich meine, da ist er 10 Level drüber und ich habe schon einzigartige Gegner besiegt, die 10 Level über mir waren, aber es kommt halt drauf an, was er so für Attacken hat. Werden wir dann sehen. Aber jetzt erstmal, hier war ansonsten auch nichts mehr. Jetzt erstmal ganz kurz die Truhe. Ist nur die Frage, ob ich den Sturz überlebe. Ich glaube aber gerade so, oder?
Obwohl, ne? Scheiße. Ah, das ist ja doof. Das überlebt man gerade so nicht. Morag stand doch da daneben. Hättest du nicht mir schnell die Truhe nehmen können? Mann, ja, okay, dann hat keine Truhe. Das ist mir zu nervig. Na gut. So, jetzt schauen wir mal. Muss erstmal anvisieren. Das ist ein bisschen doof, dass man. Oder kann man das auch irgendwie machen, dass man sein Anvisierungsziel wechselt? Weil ich würde halt jetzt offensichtlich gerne den einzigartigen anvisieren. Ah, ich kann man sogar hier. Ah, man kann sich sogar Steuerung anzeigen lassen? What? Feind anvisieren. Wie habe ich denn das eigentlich jetzt gemacht? Mit links und rechts auf dem Steuerkreuz. Das habe ich noch nie gesehen. Einfach okay. Ja, ist okay. Okay, Zielerfassung lösen. Aber Ziel wechseln kann ich nicht. Komm, jetzt visier halt ihn an. Ich bin noch jetzt nah genug dran. Ich frage mich sogar, ob in dem Eiskristall da vorne, den die alle anbieten oder so, ob da irgendwas ist. Das kann sogar sein, dass ich da noch mit dem interagieren kann, da irgendwas befreien kann oder so. Oder? Sieht schon auffällig aus. Ah, lol. Der checkt einfach gar nichts. Ist der dumm? Okay, jetzt anvisieren, ja. Jetzt weglaufen, ein bisschen. Aber ich habe ihn immer noch anvisiert. Und jetzt, jetzt soll ich anlocken. Wahrscheinlich werde ich die anderen auch mit anlocken, denke ich mal. Aber, ja, die sind ja ziemlich fokussiert auf das, was sie da auch immer tun. Jetzt habe ich wieder die Anvisierung verloren. Mann, ist das dumm. Wie sieh halt ihn jetzt an. Okay. Wie geht nochmal anlocken? Unten oder. Nein! Mann, ich stelle mich aber jetzt auch doof an. So. Okay, er greift jetzt die Waffe. Okay, jetzt. Ja, und nur er kommt her. Ach, das ist ja eine nette Reichweite eigentlich. Macht sogar gar nicht so viel Schaden, aber Tower hat ja auch eine gute Defensive. Okay, aber ich kann es theoretisch schaffen, ihn wegzulocken und nur gegen ihn zu kämpfen. Das ist schon mal ganz okay. Aber die Range ist ein bisschen unfair, finde ich. Ja, okay, nee. Rex ist hier schlecht in den Kampf, weil er hat... Der hat einfach nur Flächenangriffe. Und die machen viel zu viel Schaden. Nee, sorry. Keine Chance, tut mir leid. Ein bisschen Zeit haben wir, glaube ich, noch. Dann mache ich doch noch die Wolf-Quest. Ich dachte, bei dem einzigartigen Gegner würde ich mehr Zeit verbringen. Aber nee, das lasse ich lieber, weil das hat, glaube ich, keinen Sinn. Das geht sogar, ohne auszutauschen. Nice. Mhm. Is this everyone? Not sure. Wolfric is checking inside. Thank you. Phew, you really saved our skins there, mate. If that big fella hadn't been around, we'd never have shifted those rocks. What? More rocks? From where? Are they? Aimed at us? It's too dangerous. We have to get out of here. Nia! Wolfric! Wolfric? Hurry! Get out of here! Hey, look over there! A Gorgul! That's the bastard who caused the rock slide. So that is the culprit. If we don't move, we're gonna get buried alive again! Run! Come here. We will have words. Wait up, Wolfric! Oh, why does he have to keep running off like that?
Muss ich jetzt noch gegen den kämpfen? Gegen den Gorillus da? Frage. Oder kann den Wolfig einfach durch Schreien dazu bewegen, dass er abhaut? Alles in Ordnung. Rowax besorgter Blick, sehr ritterlich. Poppy will auszuwerden, wenn Poppy groß ist. Ich werde es überleben. Diese riesige Klinge hat mir das Leben gerettet. Danke. Danke euch wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Gorillus dahinter steckt. Wir müssen sie von hier vertreiben, damit so etwas nie wieder passieren kann. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt exakt... Also ich denke schon, dass ich da oben hin muss. Jetzt irgendwie. Wolfig ist ja, glaube ich, in die Richtung gelaufen. Ich markiere die mal kurz als aktive Quest. Moment. Okay, hier muss ich hin. Mhm. Wo ist der? Ist der irgendwo anders hingerannt? War aber vorhin hier. Hinter uns. Warum greifst du uns an? Hör auf, beruhige dich. Er hört mir einfach nicht zu. Wir müssen kämpfen. Okay, ich hoffe, dass der jetzt kein allzu hohes Level hat. 51. Ja. Ich habe jetzt halt leider eben kein so tolles Team. Aber kein einzigartiger und so, der kann doch nichts, oder? Mal schauen. Vielleicht kann er doch was. Mach mal Eis, ja. Okay. Na, ich hätte noch mal Eis machen sollen. Gut. Ja, dann hau mal hier einfach deine Sachen raus. Und dann wechsle ich wieder zu Poppy Alpha nach Eis. Und dann danach kann Maurice Dunkelheit machen. Oder sie, ja, beide Dunkelheit. So. Ja, er ist sogar schon. Ja, da macht er nochmal. War ich jetzt zu langsam. So. Okay, passt. Ja, der kann gar nichts. Zack. Das ist wirklich so krass, wie das Level eines Gegners mittlerweile irgendwie fast gar nichts mehr aussagt. Für die Stärke. Sondern halt wirklich die Attacken, die er hat, speziell. Weil der ist sogar hat ein höheres Level als hier. Aber der kann ja trotzdem gar nichts. Okay, nach der Hälfte ist schon vorbei. Der Gorillus flieht. Warte, lauf nicht weg. Wolfig, warte du auch! Wir müssen zusammenbleiben. Allein ist es zu riskant. Bringt nichts, Wolfig, hört nicht zu. Sieht aus, als müssten wir hinterher. Okay, wäre ja auch zu einfach gewesen ansonsten. So. Aber ist hier gleich in der Nähe, glaube ich, oder? Der Ort, wo ich jetzt hin muss. Ich muss wieder einmal kurz außen rum gehen. Ja, Moment. Okay, hier bin ich richtig. Wo ist der? Wolfig, wo ist der Gorillus? Nicht hier, er ist verschwunden. Er hat uns wohl abgehängt. Kein Wunder, so flink wie der ist. Haben wir keine Anhaltspunkte, wo er sein könnte? Ich suche. Ich werde ihn finden. Beruhige dich, Wolfig. Blindlings drauf loszustürmen ist sinnlos. Wir sollten fürs Erste nach Theosra zurückkehren und mit Evard sprechen. Du hast recht. Danach können wir immer noch den Gorillus suchen. Komm, Wolfig. Okay. Aber da kann ich dann vielleicht die Quest beenden. Vielleicht muss ich den gar nicht mehr besiegen. Gänzlich den Gorillus. Vielleicht reicht es einfach schon. Also es ging ja darum auch ein bisschen, dass Wolfig beweist, dass er kein Monster ist, sondern in Wahrheit total nett und lieb. Und der hat ja schon den Leuten da geholfen. Vielleicht reicht es dann schon. Aber ich mache das erstmal im nächsten Mal, denn ich würde jetzt erstmal sagen... Ah, sollte noch. Den nehme ich noch kurz an. Das hier war auf jeden Fall für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal werde ich dann die Wolfie-Quest noch abschließen, werde dann noch mehr in der unteren Ebene von Tentel erkunden. In der Mitte war ich ja noch nicht so wirklich. Da ist ja vor allem noch dieser große See. Kann ich den von hier aus auch sehen? Wo ist der? Wo bin ich? Ich glaube, der ist genau unter mir so, oder? Egal, aber da ist ja noch dieser große See, halt in der Mitte von der unteren Ebene. Den will ich auch noch ganz gerne erkunden. Also ein bisschen was haben wir immer noch hier an Nebenquests und Erkundungszeugs zu tun. Ich hoffe, der Titan lässt sich noch ein bisschen Zeit. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.